Halsbrecherische Reiterfiguren gibt es zu bewundern und spektakuläre Aufmärsche. 1200 Artisten und mehr als 550 Pferde sind am Start, um vor Schloss Windsor das diamantene Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Zu feiern. Es ist eine Art Aufgalopp für die offiziellen Zeremonien. Die Queen liebt Pferde sehr. Sie ist schon geritten, als sie noch ganz jung war. Und sie besitzt Rennpferde. Pferderennen sind wohl ihr liebster Reitsport. Zudem züchtet sie ihre eigenen Pferde. Sie züchtet Mountain and Moorland Ponys und ist mit ihnen hier auch im Showwettbewerb vertreten. Mehr als 250 Reisen hat die Queen absolviert, in die Staaten des Commonwealth und ins Ausland. An sie wird erinnert bei der farbenfrohen Schau vor der Schlosskulisse. Unsere Pferde haben uns jahrhundertelang auf den Schlachtfeldern geholfen. Wir wollen ihnen den gebührenden Tribut zollen und wir haben sie zu sportlichen Zwecken mitgebracht. Reiter und Pferde aus der ganzen Welt sind für das Spektakel zusammengekommen, Sänger und Tänzer. Es gibt reichlich zu sehen für die Queen und ihren Mann Prinz Philip. Die Hauptfeierlichkeiten zum 60. Thronjubiläum von Elizabeth II. Finden vom 2. bis zum 5. Juni statt. Für die Briten sind diese 4 Tage Feiertage. Musik.